Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Heute geht es mal nicht um Espresso. Nein, heute machen wir einen Burger. Ich habe schon so ein paar Sachen angefangen vorzubereiten, die zeige ich euch jetzt. Aber vorher kommt einmal kurz mein Jingle und dann geht's los. Bis gleich. Ciao. Einmal habe ich jetzt hier schon ein bisschen Bacon angebraten. Der ist aber fertig. Der kommt hinterher oben auf meinen Burger. Dann habe ich mir hier noch ein bisschen Bacon klein geschnitten. Den brauchen wir gleich für den Kimchi. Achso, ich muss das ja erklären. Wir wollen einen Kimchi-Burger machen. Einen Burger mit Kimchi. Hier habe ich mir ein bisschen Chili schon klein geschnitten. Dieses Chili, also immer schön klein. Das hier finde ich schon viel zu groß. Das müsste eigentlich noch kleiner geschnitten werden. Wir wollen ja nicht, dass uns das Chili durch die Zunge brennt. Wenn ihr nicht so sehr scharf essen könnt, nehmt nur einen Teil. Oder sorgt dafür, dass die Kerne draußen sind. Also einmal mittig aufschneiden, mit einem Löffel einmal von hinten nach vorne durchziehen, dann sind die Kerne da raus und dann benutzt ihr es einfach so. Mein Teppanyaki-Grill ist jetzt an, habe ich auf 180 Grad gestellt. Ihr habt ja eben schon gesehen, ich hatte da ja eben schon mein Bacon drauf. Da tue ich jetzt den anderen Bacon, den ich gerade klein geschnitten habe, auch mit zu. Den braten wir jetzt so ein bisschen an. Das Chili tue ich da auch schön mit drauf, weil wir ja schön kräftig was haben. Das ist hier schön am Anbraten. Wir wollen ja schön Geschmack daraus haben. Und dann tun wir da gleich das Kimchi mit zu. Ich habe mir natürlich ein Kimchi gekauft. Ich habe natürlich kein selbstgemachtes. Das tue ich jetzt hier schön mit rein. Das will ich nicht. Sehr gut. Und das braten wir jetzt hier schön mit an. Ich habe mir von Tellermitte wieder einen McGuest Burger Patty besorgt. Den tue ich jetzt mal schön mit hier drauf und werde ihn jetzt auch schon anbraten, weil der braucht ja auch einen kleinen Moment. So, mein Kimchi sieht schon ganz geil aus. Wir wollen das ja aber so richtig schön schlotzig haben. Deshalb tue ich da jetzt noch ein bisschen Sahne oben drauf. Dann wird das so ein bisschen schlotzig, sahnig, richtig geil. Immer so ein bisschen Sahne da drauf. Und da muss man immer so ein bisschen sorgen dafür, dass das schön zusammen bleibt. Weil wir wollen das ja hier nicht über das ganze Teppanyaki drin haben. Immer so ein bisschen rein, ein bisschen dazu. Das ist so eine kleine Geduldsaufgabe. Aber je mehr Geduld man ausübt dabei oder Geduld hat dabei, umso besser wird es. Ich habe mir so einen geilen roten Burger Bun gekauft. Bei Tellermitte. Von Tellermitte kommt auch mein Patty. Das ist ein McGuest Patty. Ich tue jetzt mal einfach meinen Bun mit hier mit drauf und knusper den mal so ein bisschen mit an. Hier tun wir mal wieder ein bisschen was an Sahne drauf. Immer so Step by Step, damit das richtig schön sahnig und schlotzig wird. Mein Burger Patty hier, der ist schon richtig schön heiß. Ich habe gerade meine Temperatur innen gemessen, die ist schon bei 56 Grad, das wollen wir ja auch so haben. Der ist schon von innen schön angeknuspert. Den werden wir gleich fertig rausnehmen. Das hier sieht doch auch schon genial aus. Das sieht auch ziemlich fertig aus. Ich war am überlegen, ob ich da noch ein Ei oben drauf mache. Aber ich glaube, das werde ich nicht tun. Ich tue da jetzt ein bisschen mein Bacon noch wieder mit rein. Damit der auch schön heiß wird. Dann werde ich jetzt mir meinen Teller richten. Und dann werde ich gleich den Mega Kimchi-Burger montieren. Und ihr seid dabei, live. Okay, wir fangen an zu montieren. Ich nehme mir jetzt schon mal mein Unterteil weg. Leg das hier hin. Boah, das ist gut geworden. Sehr geil. Dann nehme ich mir meine Lieblings-Sesam-Veggie-Teriyaki-Sauce.
Ihr könnt das nicht sehen. Ich muss das alles mit links machen. Das hat mich bisher hier in dieser Küche immer genervt. Aber vielleicht wird sich das ja demnächst ändern. Ich freue mich drauf. So, dann kommt da ein bisschen Salat oben drauf. Ich finde ja Salat immer richtig geil auf dem Burger. Das kann meiner Meinung nach gar nicht genug Salat sein. So, das finde ich cool. Genau richtig. Dann tue ich da jetzt, dieser Chili hat mich vorhin hier echt fertig gemacht. Der scheint richtig dolle scharf zu sein. So, der Patty da oben drauf. Dann tue ich da schön Bacon oben drauf. Der ist gar nicht so kompliziert, dieser Burger, aber mit dem Kimchi da oben drauf ist das der absolute Burner. Das ist der Hammer. Müsst ihr wirklich ausprobieren. Das wird wieder so ein Turmbau zu Babel. Ich drücke den mal so ein bisschen runter, damit es nicht ganz so hoch wird. So, und jetzt kommt da halt so ein bisschen was an Kimchi drauf. Ich mache das mal so rüber, damit man auch was sieht. Ferkel hier natürlich wieder rum, wie immer. Bin hier bekannt für. So rüber. So geht das doch geil. Yo. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ich merke das schon. So. Natürlich fällt es mir bis überall hin. Auch klar. Aber völlig egal. So. Ready. Deckel drauf. Cool oder cool? Ich finde den cool. Das war's schon. So schnell geht es, einen richtig, richtig geilen Kimchi-Burger zu machen. Ohne viel Aufwand, aber ultra lecker. Macht ihn nach, wenn es euch gefallen hat, mein Video. Probiert ihn auf jeden Fall aus. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich würde mich irre freuen. Abonniere meinen Channel, falls du noch nicht uns abonniert hast. Mach die Glocke an. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder über Kaffee rede, weil als nächstes kommt, glaube ich, hier wieder ein Kaffee-Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Frank von foodbloghamburg.de. Bis dann. Ciao, ciao. Ich bin ja so ein Mensch, der auf Farbe steht. Ich habe mir so einen quietschig pink, also rotfarbenen Burger Bun gekauft. Der Chili ist echt wie böse, Frank. Ich glaube, ich brauche gleich einen Krankenwagen. Ah, Schnitt.